So, grüße euch, Balang My Life. Jetzt wieder auf der anderen Baustelle, in der anderen Teil des Grundstückes, wie ich euch versprochen habe. Müsste das einfach noch mal kurz drehen. Ja, also wir sind immer noch in Piribe Bui, also am Standrand von der Stadt Piribe Bui. Und da sind ungefähr 2 Straßen weiter, fängt schon die Bezirksstadt Piribe Bui an. So, man sieht es hier im hinteren Bereich, also im Osten. So, das Gefälle und das geht zum Westen hin. So, wie gesagt. Ich sage im Stadtgebiet oder Stadtgrenzgebiet. Ein Kilo Pajara! Era directamente, no quería molestar, viste, este chico, pero ya, hay que grabar todo, estamos Paraguay Live, te conocen. So. Die kommen hier. So, also wie gesagt, manuell schön gearbeitet, dann alles vorher abgesteckt. Gegen die Sonne richtig geschützt. Schon mal richtig. Gestern hat es etwas geregnet, wie gesagt, aber heute schon voll im Einsatz. So, da kann man etwas besser sehen. Wie hier vor Ort gearbeitet wird. So, und dann auch die ähnlichen oder die gleichen Ziegel. Also das ist wirklich sehr schön. So, die Motos etwas gebraucht, wie man sieht. Aber so läuft das halt bei uns. Also wie man sieht, auch die zweite Baustelle hier neben dran wird richtig gearbeitet, wird etwas später angefangen. Aber das Grundstück ist top. Alles schon abgesteckt, die Steine vorbereitet und die Jungs sind da voll im Einsatz, wie man sieht. Da möchte ich noch hier das, die herrliche Aussicht einfach auch mit aufnehmen. Etwas gegen die Sonne, deshalb müssen wir auch gleich in die andere Ecke gehen. So, das ist auch die andere Seite. Hinter sieht man noch einige Kühe vom Nachbar. Praktisch 200 Meter weiter ist schon ja die Stadt oder so 300 Meter, also das ist schon mehr als top. Einfach herrliche Lage. So, das wie gesagt ist jetzt die andere Baustelle, wo wir hier anfangen. Von
Katrin Holm, also auch hier in dem Stadtgebiet Piribabui. So, ganz einfache Methode, da haben wir jetzt das Wasser. Ohne Wasser geht ja auch nicht. Und wir fangen jetzt mit den Fundamenten eben an. Hinter sieht man die schönen Palmen. Und ich müsste da irgendwann mal noch mit dem Drohnen aufsteigen, einfach um die Gegend zu zeigen. Da wie immer schöne Musik. Topwetter, ich gehe da doch mal einfach drüber. So, und da im hinteren Bereich sieht man bereits das andere Haus, was auch durch unser Team gebaut wird. So, da sind ja also die Ziegelsteine schön gebrannt. Also diese Art und Weise benutzen wir es. Dann da hinten die schönen Palmen und der blaue Himmel. Toll, toll, toll. So, da können wir ganz kurz, wie immer, das Wetter ist schön. Die Natur sieht auch top aus. So, um etwas sich ein Bild machen zu können, so werde ich euch gleich ein paar andere Sachen aufnehmen. Die Vögel hört man, glaube ich, im Hintergrund, okay? Und Terere darf natürlich auch nicht fehlen, auf keiner Baustelle. Das ist schon mal das Auto. So, wie gesagt, falls euch gefallen hat, braucht ihr mehrere Fragen oder habt ihr mehrere Fragen, einfach mich direkt anrufen, die Nummer ist ja unten, oder selbstverständlich per E-Mail anschreiben. Was wichtig ist in unserem Fall, muss ich immer wieder wiederholen, wir arbeiten mit hiesigen Leuten, also hier aus dem Raum Piribabui. Wir haben wirklich hiesige Spezialisten, die wir hier vor Ort einsetzen. Was heißt das für euch? Ihr schließt mit einem Mann einen Vertrag ab für das komplette Haus, für die komplette Leistung und habt einen Ansprechpartner. Und vor allem hier vor Ort der Ansprechpartner, der ständig für euch, für mich und für das ganze Team und vor allem natürlich für die Kunden da ist, sollte es irgendwelche Probleme auftreten oder geben. Also, kein Problem. Wir tun unser Bestes mit unserem besten Team. Und jeder Spezialist macht seinen Bereich. Von daher ist das einfach die beste Lösung. Grundstück, Haus inklusive Nebenkosten, also Hausanschlusskosten etc. Für alle diese Sachen kümmern wir uns, beziehungsweise auch ich persönlich. Also, einfach mal anrufen, schnell die Grundstücke sichern, auch die anderen und vor allem Ende des Jahres, nicht vergessen, steigen ja die Preise, okay? Macht's gut, falls euch das Video gefallen hat, einfach Likes nach oben, abonniere diesen Kanal und teile das Video, das ist ja wichtig für diejenigen, die sicherlich Interesse haben. Paraguay haben, dann auswandern an Paraguay. Okay, bis dann, mach's gut. Ciao, ciao aus dem sonnigen Paraguay.